Die vor kurzem stattgefundene Messe für Bildungseinrichtungen in Bruck an der Mur nehmen wir zum Anlass, um Sie über diverse Ausbildungsmöglichkeiten in der Region Hochsteiermark und darüber hinaus zu informieren. Wer sich für Land- und Ernährungswirtschaft interessiert, ist in der Fachschule Oberlorenzen herzlichst willkommen. Wir kommen mit den Schülern aus der Fachschule Oberlorenzen, dieser Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft, und die jungen Damen und Herren können bei uns Lehrberufe fertig machen. Mit dem Fachschulabschluss haben sie einen Facharbeiter des ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagements und könnten auch mit einem Praktikum weiter den Lehrberuf der Betriebsdienstleistungskauffrau oder des Betriebsdienstleisters machen. Wir haben die Schwerpunkte im Tourismus und im Sozialen, also viele Mädels wechseln in den Tourismus oder machen einen sozialen Beruf, und zur Alternative gibt es auch die Pferdewirtschaft, die sehr gut angenommen wird, weil die jungen Damen und Herren einmal in der Woche im Reitunterricht teilnehmen können. Willkommen in der Zukunft, heißt es bei Böhler. Wir sind das Böhler Ausbildungszentrum. Heute haben wir zwei Lehrlinge mit, für einen Lehrling für Maschinenbau. Da haben wir eine kleine Biegearbeit mit. Das ist eine sogenannte Biegeübung und das ist zum Üben vor der Geschicklichkeit. Einen Lehrling von Spannungstechnik, wir haben eine kleine Messemaschine mit, eine kleine EMCO-Maschine mit, und wir zeigen den Lehrlingen in der Zerspannungstechnik, welche Werkstücke sie herstellen können. Mädchen sind generell mutig und sind auch technisch sehr begabt. Ich kann nur alle Mädchen aufrufen, auch Burschen, aber alle Mädchen, traut euch einfach, die Technik ist nicht so schwierig. Wir freuen uns immer, wenn Mädchen in die Technik kommen, weil die auch sehr genau sind, das technische Verständnis haben. Also traut euch Mädels, bewerbt euch bei Böhler Ausbildungszentrum, kommt einfach einmal schauen. Wir haben am 22. Jänner 2015 haben wir einen Tag der offenen Tür, und da könnt ihr vorbeikommen und euch vor Ort informieren. Das Borg Kindberg ist eine gute Alternative für Leute, die noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es gehen soll. Wir setzen in erster Linie auf Allgemeinbildung. Wir führen in 4 Jahren zur Matura. Wir sind die einzige weiterführende Schule, die auch Latein im Programm hat. Und wir richten uns an kreative Geister. Wir haben einen Musical-Schwerpunkt, der alle 2 Jahre ein großes Musical auf die Bühne bringt. Richten uns eben an Leute, die gerne singen, die gerne tanzen, die gerne kreativ tätig sind. Es muss aber nicht unbedingt nur auf der Bühne stattfinden, es kann auch hinter der Bühne stattfinden, im Filmteam, im Marketingteam, beim Aufbau helfen und so weiter. Also das sind alle Eifrigen gefragt, und es kommt sehr gut an. Letztes Jahr zum Beispiel Crazy for You, und auch nächstes Jahr wird es wieder ein großes Musical-Projekt geben. Zum Zweiten haben wir auch einen Informatikzweig, der sich an Schüler richtet, die gern am Computer arbeiten. Und diese Ausbildung ist bei uns wirklich sehr intensiv. Wir haben insgesamt 17 Wochenstunden bis zur Matura. Das ist ein Hauptgegenstand mit Schularbeiten, wo man auch maturieren muss. Und dieser Beruf des Informatikers, des Programmierers, ist in der Wirtschaft sehr gefragt. Und man kann auch direkt nach der Matura in den Beruf einsteigen, nach diesem Zweig. Installateure wird man in Zukunft immer brauchen, weil es benötigt jeder eine Heizung, ein neues Badezimmer, eine Erdwärmeheizung, und das alles finden sie bei uns. Wir bilden Lehrlinge aus, dass wir in Zukunft unsere eigenen Facharbeiter haben. Wir bieten Gas-, Wasser-, Heizungsinstallateure aus, wobei die Lehrzeit 4 Jahre beträgt. Und besonders interessant ist die Zukunft mit der Alternativenergie, ob Solaranlagen, Photovoltaik, Erdwärmeheizungen. Da tut sich in Zukunft ganz, ganz viel. Wir bilden seit gut 50 Jahren Lehrlinge aus in sehr vielen Sparten. Elektroinstallation, Gas-, Wasser-, Zentralheizung, der Elektrotechniker, der Gebäudetechniker, Büro-, Kaufmann-, Kauffrau, Reisebüroassistent, und ab und zu kommt es auch vor, einen logistischen Lehrling fürs Lager aufzunehmen. Er schaut am besten ins Internet, www.stadtwerke-bruck.at. Auf der ersten Seite befinden sich gleich die Links zur Lehrlingsaufnahme, und wenn Sie da reinklicken, dann kommen Sie direkt zu einem Bewerbungsbogen und können den per E-Mail schicken. Vielleicht erwähnenswert wäre noch, dass bis zum 13. Februar 2015 die Lehrlinge bei uns sich anmelden können, und dann passiert eine Woche später eine Aufnahmeprüfung.
Wir versuchen den Schülern hier heute zu erklären, welchen Beruf wir ausbilden, also Zerspannungstechniker, und versuchen sie ein bisschen zu begeistern, inwiefern sie heute halt einblicken können in die Firma. Wir stellen Motorkomponenten her für die Formel 1 und das ist dann schon sehr interessant, wenn man mal in der CNC-Technik Einblick hat. In der Flugzeugbranche produzieren wir in Kapfenberg. Da produzieren wir für verschiedene Helikopter, Flugzeuge, eben auch Antriebskomponenten. Also Aufstiegsmöglichkeiten haben wir sehr gute. Sie können bei uns eine normale Lehre machen. Die Firma ermöglicht aber eine Lehre mit Matura. Das heißt, man kann sie neben der Lehre mit einer Matura trotzdem schon weiterbilden. Das ermöglicht die Firma. Und man kann auch später, wenn man länger gearbeitet hat, und da vorne ist, kann man direkt in der Firma höher aufsteigen. Das Unternehmen BHTT in der Werk-6-Straße in Kapfenberg bietet ebenfalls interessante Berufschancen. Die BHTT ist eigentlich eine Erzeugung von Hochdruckkomponenten für die petrochemische Industrie. Das heißt, alles was mit Hochdruck zu tun ist, das erzeugen wir. Hochdruckpumpen für das Wasserstrahlschneiden, Abrasivschneiden, dann für die Polyethylenerzeugung. Polyethylen ist alles, was wir heute an Verpackung, Kunststoff und solche Sachen. Die Lehre in der BHTT ist Zerspannungstechnik, dann Maschinenbautechnik und Schweißtechnik. Diese drei Lehrberufe vermitteln wir in der BHTT. Mein Name ist Lena Gessler. Ich bin im zweiten Lehrjahr und arbeite bei der Firma BHTT als Zerspannungstechniker. Ich habe mich schon immer für Metallberufe interessiert und dort bin ich halt aufgenommen worden. Hallo, mein Name ist Mia Rame. Ich bin im zweiten Lehrjahr und ich habe bei der Firma BHTT angefangen, weil mich die Hochdrucktechnik sehr interessiert hat. Über die Berufschancen in der Gastronomie informiert die Wirtschaftskammer Steiermark. Wir informieren über Tourismusberufe, im Allgemeinen und im Speziellen im Lehrberufe, und wollen einfach die Jobchancen im Tourismus aufzeigen, die es hier in der Region oder in der gesamten Steiermark gibt. Natürlich auch auf der ganzen Welt, weil Essen und Trinken tun die Leute überall. Gibt es ganz speziell die Möglichkeit, dass man einen Interessenscheck ausfüllt. Man schaut einmal, ob der Tourismus was für einen ist. Es gibt viele verschiedene Informationen, auch, die man den Jugendlichen bietet. Dinge zum Ausprobieren, dass einfach einmal ein bisschen an Gusto kriegen und sehen, wie das Ganze abläuft. In weiterer Folge gibt es eben Informationen auch zur Ausbildung in der Landesberufsschule, welche Zusatzausbildungen das es hier auch gibt und den Kontakt natürlich zu den Betrieben aus der Region, dass man hier wirklich mit den Gastronomen in der Gegend sprechen kann und schauen kann, Schnupperpraktika ausmachen und schauen kann, vielleicht fürs nächste Jahr, ob Lehrstellen frei sind oder nicht. Es ist eine sehr leichte, einfache Aufgabe und es ist einer der ersten Dinge, die wir in der Küche lernen. Und speziell beim lustigen Steirer in Oberaich als Ausbildungsbetrieb hier in der Steiermark, hier im Bruck an der Mur, der regionale Ausbilder in der Region für den Tourismus.